Hallo, ich bin Alina. Hallo, ich bin Stefan. Was möchtest du noch erreichen in deiner ESC-Karriere? Möchtest du nicht mal moderieren? Den ESC? Ja. In Deutschland, natürlich. Good evening and welcome. Nicht so tief stapeln. Also die Punkteansagen auf der Reeperbahn, das würde ich toll finden. Oh, der hat sie sich vertan. Und du? Ja, ich wische dann die Bühne. Das ist mein Traum. Die Bühne, das ist dein Traum. Das ist der wichtigste Job beim ESC. In Österreich, in Wien, da hat es nicht funktioniert. Die Bühne war immer dreckig, ja, weil nicht vernünftig gewischt wurde. Wenn du verliebt bist, Stefan, welches ESC-Lied würdest du spielen? Es kommt ja natürlich darauf an, welcher Stimmung man ist. Aber wenn es richtig emotional werden sollte, würde ich vielleicht Holvi spielen mit Made of Stars. Man stellt sich den Sternenhimmel vor und kann dann gemeinsam darunter liegen. Einfach liegen, ja. Schweigen. Welcher ESC-Song treibt dir die Tränen in die Augen? Oh Gott, tatsächlich, es ist so naheliegend, aber von Salvador Sobral. Wurdest du schon mal von einem Stranger getaked? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Du? Ich glaube auch nicht. Wenn du eine Nacht verbringen könntest mit der folgenden Person, du hast jetzt die Wahl zwischen Polygenova. Dann müssen wir Nummer zwei gar nicht mehr sagen. Slavko oder die Butterstampferin aus Polen. Dann natürlich Slavko. Nein, Poli ist ja meine heimliche große Liebe. Yeah. Und das wäre natürlich meine Wahl. Wenn du eine Nacht mit Manuel Navarro verbringen müsstest. Ich wollte gerade sagen, okay. Wie würdest du ihn befriedigen? Ich glaube, der schläft die ganze Zeit. Was war das beste Outfit aller Zeiten für dich? Es gibt so ein Outfit, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das waren die Schmetterlinge von Weißrussland. Die furchtbar gesungen haben, aber... Aber sie sahen toll aus. Das Auge guckt ja eben auch mit. Das Auge guckt mit. Kitsch as Kitsch can. Ist denn schon Dezember? Wer hat 1990 den ESC gewonnen? Ich weiß es gerade nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann. Bleib ganz kurz sitzen. Hallo Irving. Du, ich habe eine Frage. Ich sitze hier gerade in einem Speeddate mit Stefan und er fragt mich, wer 1990 den ESC gewonnen hat. Toto Cotugno mit Insieme. Danke dir. Tschüss. Was möchtest du noch wissen? Warum magst du den ESC so? Insbesondere diese 10 Tage, die man da vor Ort ist mit all den Menschen aus Europa. Es ist ein großes Fest der Liebe, Freude und Glückseligkeit. Und es geht eigentlich darum, Zeit zu verbringen und glücklich und frei zu sein und so zu sein, wie man möchte. We are unstoppable. Das, finde ich, ist ein toller Gedanke, an dem man gerne teilhaben möchte. Das hast du schön gesagt. Ich finde dich auch ganz nett. Hast du denn vielleicht schon am 16. April was vor? Zu mir oder zu dir? Komm doch einfach mit zu mir auf die Couch. Hast du Zeit? Klar, dich immer. Sehr gut.